Heute Morgen sind wir in der Hippolytkirche und ich treffe heute den Jörg Renner, der mir erzählen will, wie er die alte Kirchturmuhr restauriert hat. Dass die Kirche einen Wehrcharakter hat, ist auch daran zu sehen, dass es im Kirchturm einen Eingang auf einer gewissen Höhe gibt, zu dem eine hölzerne Treppe führt. Im Turm sehen wir noch die Steine, aus denen der Turm gemauert wurde im 16. Jahrhundert. Der Turm ist außen mit 1502 beziffert. Und hier treffen wir heute den Jörg Renner. Grüß Gott, Jörg. Hallo, guten Morgen. Kannst du uns was erzählen über die schöne Kirchturmuhr? Ja, die will ich euch jetzt ein bisschen vorstellen. Wenn man da an das Schild anguckt, sieht man, wo die Uhr herkommt. Die wurde von der Firma Philipp Hirz in Ulm gebaut. 1919 ist sie aufgestellt worden. Die sieht aber interessant aus. Durch den aufmerksamen Hinweis von unserer Katrin, am 19.11.2015 hat sie bei einer Besichtigung des Dachstuhls, in dem gerade Restaurierungsarbeiten vonstatten gingen, dieses alte Uhrwerk im Vorderen Teil der Kirche gefunden. Auch den Schrank hat sie vorher gerettet. Ich glaube, der wäre jetzt auch verschwunden im Abfallcontainer, wäre schade gewesen. Also der zugehörige Schrank zu der Uhr ist ein Glücksfall, dass das jetzt alles beieinander ist. Die Katrin hat dann gemeint, ob ich mich mal der Uhr annehme und sie angucke. Und wo ich die da oben liegen sehe, habe verrostet und verbogen, war mein Interesse geweckt, die wieder zum Laufen zu bringen. Gott sei Dank. Also das Uhrwerk war wirklich in einem desolaten Zustand. Hab das in sehr langer Arbeit wieder restauriert. Ist vielleicht ein bisschen ein Wunder, dass er wieder läuft. Stillgelegt wurde die Uhr 1971 und durch elektrisches ersetzt. Und seit 1971 schlummert sie halt da oben vor sich hin und ist jetzt wieder zum Leben erweckt worden. Wie lange hast du an der Uhr restauriert? Ja, hier auf diesem Hinweisschild stehen zwar 60 Stunden, aber das langt nicht ganz. Sagen wir mal das Doppelte ungefähr. Kann ich mir auch vorstellen. So in etwa 100, 120 Stunden. Das sind 52 Jahre, wo die Uhr in der hiesigen Kirche ihre Arbeit verrichtet hat. Man musste die Uhr natürlich immer aufziehen. Die Ganggenauigkeit war auch nicht das, was die elektrische früher schon hergegeben haben. Also hat man die dann stillgelegt und eingemodelt. Ja, wenn jemand Interesse hat, Näheres über die Uhr zu erfahren, kann sich gern bei der Katrin oder bei mir melden. Können wir gern einen Rundgang mit Uhrenbesichtigung organisieren. Genau. Kirchturmuhr oder sonstiges aus der Zeit. Also vielen Dank. Dankeschön. Verabschiede mich. Tschüss. Ja, hier haben wir nochmal die genaue Information. Und dann danke ich dem Jörg ganz herzlich für seine Zeit. War total schön, dass er die Uhr renoviert hat und dass er sich heute Zeit genommen hat für uns. Euch einen schönen Tag noch. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.